Monitoring ist schon eine geile Sache. Ja. Wenn man eins hat und mit Observium sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, wenn es darum geht, ja, nennen wir es mal unsere Netzwerkkomponenten oder unsere Kommunikationskomponenten, unsere Ports, alles, was so in die Richtung geht, zu überwachen, sind wir damit sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch hier gibt es wieder einfach ein Community-Modell. Das heißt, für uns Privatanwender ganz normal kostenfrei zur Verfügung gestellt und wir können dort eigentlich im großen Umfang alles verwenden, was wir uns vorstellen können. Webseite Observium ist so ein bisschen altbacken, ne? Darf ich ja meine persönliche Meinung sagen. Aber hier steht das, was ich jetzt eingangs gerade erwähnt hatte. Ja, wo haben wir es? Netzwerkmonitoring bis Intuition, was auch immer, was heißt denn Intuition? Intuition, Vorahnung. Ah ja, bis Vorahnung. Also sowas vielleicht, man kann vorausschauen, genauso wie Improve Reliability, warte mal, Verlässlichkeit. Also man kann vielleicht vorausschauend agieren. Das heißt, man sieht eventuell, ein Port wird gerade irgendwie gespammt oder er nimmt an Last zu, wie auch immer. Wieder einen Schritt zurück. Ja, Netzwerkmonitoring. Ja, das ist ganz, ganz häufig ein Thema. Wenn man es hat und man hat, also wenn man ein Monitoring hat und man hat ein Problem, dann ist man sehr, sehr froh, dass man es hat. In großen Umgebungen, ganz ehrlich, muss ich ganz häufig sagen, es fehlt an vielen, vielen Stellen, zumindest da, wo ich es mitbekomme, häufig an, ja, Monitoring der Netzwerkumgebung. Man weiß häufig nicht, aus welchem Port kommt es denn raus. Dann fängt man wieder an, auf den Konsolenport, Cisco und Juniper zu gucken, ja, wo ist denn der Traffic? Mit so einem Tool kann man sich das einfach grafisch anzeigen lassen, ne? Und gerade auch, hier wird gerade ein wichtiger Punkt erwähnt, Brocade. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann könnt ihr es auch gut lesen. Brocade, SAN-Umgebungen, super! Endlich mal auch was für meine Fiber-Channel-Umgebung, damit ich da sehen kann, was geht da Ganze durch und auch wieder als Community-Modell. Gut, hier unten haben wir so drei Points: Expand Visibility, Ease Planning, Improve Reliability. Also die gehen einfach darauf raus, dass du halt eben, ja, mehr siehst. Das muss ich zustimmen. Improve Reliability, also da geht es eher in die Richtung, dass man schon sieht, okay, wo könnte ich denn in Probleme kommen? Und ja, wo tauchen denn vermehrt Probleme auf, dass man halt eben, ja, vorzeitig irgendwie so ein bisschen agiert. Ansonsten, ja, habe ich eben schon erwähnt, Community-Modell hat eigentlich alles an Bord, was man so braucht. Und na klar, Professional Enterprise. Und ich muss sagen, für die, die vielleicht aus dem Privatumfeld nur kommen, die Preise, die da stehen für 230 € im Jahr oder 1200 € im Jahr, ist nichts. Ne, das ist quasi geschenkt. Das ist echt günstig Geld für so ein Produkt, was man dann hier wirklich in seiner Umgebung nutzt. Und ich sehe hier nirgendwo irgendwelche Limitierungen. Was man hier zum Beispiel haben, hier Threshold, States, Syslog, Alerting, gerade immer Alerting in professionellen Umgebungen. Das heißt, dass es E-Mails gibt, irgendwelche Push-Benachrichtigungen auf irgendwelchen Geräten, wie auch immer. Ist klar, dass sowas in die professionelle Enterprise-Version reingehört, finde ich vollkommen in Ordnung. Genauso wie irgendwelche SLA, Accountings oder sonst was gehört auch einfach in so ein Community-Modell nicht rein. RESTful API, schade, aber auch da kann ich die verstehen, dass das eher in die Großen reingehört. Ist schon in Ordnung. Wir kleinen Benutzer zu Hause mit unseren kleinen Umgebungen können einfach ein Auge mehr drauf werfen und müssen halt eben oder können halt eben dann in diesem Fall hier nichts großartig verautomatisieren. Macht aber nichts. Ja, Extensive Device Support ist jetzt alles erstmal uninteressant, aber hier, das beispielsweise ist sehr, sehr interessant, können wir uns leider nicht angucken. Ich habe keine Professional Version, außer irgendjemand von Observium, auch wenn die nicht deutsch ist, guckt gerade zu. Ich würde es mir gerne angucken, denn es ist extrem interessant. Traffic-Überwachung, gerade besonders, wenn man natürlich Kunden bei sich auf dem System hat laufen, dass man das Ganze ja vielleicht einfach gut überwachen kann, und dementsprechend vielleicht auch Abrechnungen stellen kann, wenn denn das Ganze irgendwie mal überhand nehmen sollte, wenn da zu viel Traffic passiert. Wäre ganz interessant, können wir allerdings nur in der Professional-Version machen. Wenn einer einen Tipp hat, dass man sich das irgendwie angucken kann, gebt mir mal Bescheid. Ja, ansonsten External Integration ist im Endeffekt, dass man die Daten abgreifen kann. Dazu komme ich aber im nächsten Video. Dieses Video wird zweigeteilt sein, dass man die ganzen Daten nochmal abgreifen kann.
Und halt eben dann weiterverarbeitet. Wir haben aber auch, dass das Ganze mit applikationsmäßig schon integriert ist. Sieht man Apache, Bind, DLB, Memcache, MySQL, kann hier mit überwacht werden im Observium. Auch da wieder direkt Daumen hoch. Ja, Threshold Alerting, Professional Edition hatten wir schon gehabt. Kann ich verstehen, dass es so eine Art Alerting, egal ob jetzt per E-Mail oder Push-Benachrichtigung, wird hier mit Sicherheit auch drinstehen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, dass es das nur da gibt, ist okay. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Was für uns interessant ist, ist hier oben erstmal die Screenshots. Die gucken wir uns jetzt erst einmal an, bevor wir jetzt gleich dann zur Installation kommen. Ja, wie gesagt, hier ist irgendwie scheinbar irgendeine globale Übersicht, woher er sich diese Informationen zieht, ist mir jetzt erstmal schleierhaft. Hier werden wahrscheinlich öffentliche IP-Adressen überwacht, die halt vielleicht irgendwie mitgetrackt werden. Wie auch immer. Ja, hier haben wir Linux Device Details. Also wir können scheinbar den Agenten bzw. SNMP, ich meine, Observium hat keinen eigenen Agenten, müssen wir gleich mal gucken. Das meiste wird über SNMP abgefragt. Können wir eben auch Linux Device oder Windows Server eben mit einhängen. Allerdings, ich muss sagen, wir reden hier über eine Netzwerküberwachung. Das heißt, hier geht es viel mehr um Performance. Ja, wir sehen ja, wir haben hier zwar einen Alert Log oder einen Temperature Log, aber das sind alles Sensordaten. Das sind alles Daten, die ja über SNMP übertragen werden. Hier Syslog ist so ein Ding, ja, das muss auch ausgewertet werden können. Und da weiß ich einfach noch nicht, wie weit Observium ist oder ob Observium einfach dafür gedacht ist. Event Log ist im Endeffekt, was ist vielleicht passiert? Sind irgendwelche Interfaces, haben wir hier wie VMnet Interface deleted, Mark remove. Da sind irgendwelche Interfaces entfernt worden. Werden wir selber uns angucken, was da so mit überwacht wird. Aber hier kommen wir zum interessanten Port-Details. Also man kann sich wirklich filigran Port-Details angucken. Gerade wie auch eingangs erwähnt, SAN-Umgebungen. Gerade da Port-Errors. Da hat man ganz, ganz häufig, dass irgendeiner so ein Fiber-Channel-Kabel angeleckt hat und man halt eben irgendwie Paketverluste hat. Das gab es und ja, doch gab es, gibt es heute immer noch, gab es aber früher ganz, ganz häufig, dass man da unerwartet viel Packet-Loss hatte durch dreckige Kabel. Vielleicht die sich auskennen da oder da unterwegs sind, die kennen es vielleicht noch, das gab es ganz, ganz häufig. Ne, gerade hier, ich persönlich muss jetzt sagen, für die SAN-Umgebung, wenn das mit einer Brocade-Überwachung gut funktioniert, gerade mit ja, Packet Loss ist da ja nicht das Richtige, aber Errors, CRC, da gibt es ja die verschiedensten Fehler, die man überwachen kann, mit Sicherheit echt Gold wert. Also für, ich sag mal, für Netzwerküberwachung mit Sicherheit ultra, ultra geil. Ja, Alert-Logging, also gibt ein ganz normales Alert-Logging, Alerts haben wir schon ein paar Mal gehabt und das war's. Ich würde sagen, damit gehen wir mal in die Dokumentation und werden so eine Kiste einfach mal selber installieren. Ab in die Dokumentation und die habe ich mir auch mal angeguckt. Die ist durchgängig eigentlich sehr gut, erklärt auf jeden Fall das Grundlegende, gibt deutlich bessere, muss ich sagen, aber ist ziemlich gut. Hardware Requirements können wir ja mal kurz reinschauen. Prozessor Web 3,2 GHz Xeon, 6K Ports, bla 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 bla. Ah ja, hier haben wir was. Quad-Core Xeon Schutz Scale bis 20.000 Ports. Quad-Core 3,4, also i7, also ist nicht viel, ist Pille-Palle, bis 40.000 Ports. Also die geben sogar schön an, was man alles so haben sollte, wenn man so und so viele Ports überwachen will. 6K Ports Installation uses ungefähr 29 MB RAM. Also es ist echt lightweight, ne? 16 MB pro 1000 Ports. Das ist jetzt echt nicht viel. Machen wir mal einen Taschenrechner auf. Sagen wir mal, wir haben jetzt viel. Sagen wir mal, wir haben 30.000. Also 16,5 mal ja 30.000. Jetzt muss ich aber 30.000 geteilt durch 1000, hätte ich auch einfacher haben können. Also 500 MB RAM, hör mal, das ist in der heutigen Zeit in Ordnung, wenn ich jetzt 30.000 Ports habe. Passt ganz gut. Storage, 11.000 Ports will generate ungefähr 23 GB. Bei uns das Doppelte wäre 60 GB, also 60 GB für unsere fiktiven 30.000 Ports. Ist in Ordnung, also ist jetzt nicht viel, kann man mit leben, weil das Ganze muss ja schließlich vorgehalten werden und ich kann ja auch historisch zurückschauen im Endeffekt. Ja, Storage Throughput ist Single 7200 Drive Handle 5 I/O will auf 5000 Ports. Okay, also die schreiben hier eine normale Single 7200 Umdrehung HDD will mit seinem standardgemäßen I/O 5000 Ports abdecken können. Das heißt, wenn wir 30.000
Ports überwachen wollen, bräuchten wir mehr als eine HDD mit 7200 Umdrehungen, weil die sonst den I/O nicht tragen könnte, weil so viele Daten halt reinkommen. Okay, das ist aber trotzdem schon relativ gut, muss ich sagen. Also wir benutzen eine SSD, dazu steht ja nicht viel wie Strong Recommend SSD Bay. Okay, so, ja, hier steht also SSD Recommended. Haben wir sowieso, wo wir drüber reden, ist NVMe. So, wo sind wir bei der Installation? Ubuntu Debian Install, und da hatte ich auch schon reingeguckt. Es gibt wie immer oder wie ganz häufig eine automatisierte Installation oder die blablabla Step-for-Step-Anleitung. Wir nutzen garantiert die automatisierte, denn da habe ich nämlich schon gesehen, da gibt es wie so eine Art, ja, Agenten, der uns einfach durch die Installation durchführt, und das werden wir jetzt einfach mal machen. Ja, meine ganz normale Proxmox-Umgebung, wo ich alles Mögliche drin mache, erstellen wir einfach mal einen neuen Container. Meine Empfehlung ganz klar, nehmt nicht einen Container für eine Productive-Umgebung, nehmt selbstverständlich eine richtige virtuelle Maschine unter KVM oder unter Proxmox KVM. Also wenn es produktiv ist zum Ausprobieren, reicht jetzt hier so ein ganz normaler LXC-Container aus. Oder wenn ihr sowieso privat betreibt, reicht das auch aus. Nochmal, Productive-Umgebung, immer ein bisschen anders denken, KVM-Maschine, bitte kein Container. Obsurf nennen wir das Ding einfach. Ich wähle jetzt hier wie immer irgendein einfaches Passwort. Kommt bei mir in die IT-Dennis-Lab-Umgebung. Und yo, warum denn nicht in irgendetwas oder wo auch immer ich mein SSH-Key habe. Da haben wir ihn. So, next. Ich wähle hier einfach mal ein Debian aus, das was ich immer wähle. Ich sage jetzt hier, keine Ahnung, 20 Gig. CPU-Cores, geben wir ihm mal ein paar Cores mehr. Memory haben wir ja gerade gelesen, reicht eigentlich vollkommen aus. Ne? Wir machen jetzt hier mal 1024 Pille-Palle. Und bei mir hier mein Labornetzwerk. Ich will einfach eine DHCP-IP und das war's. DNS können wir so lassen und wir können die Kiste einfach direkt anstarten, wenn das Image entpackt worden ist. Und dann kann der Container losschießen. Auch das ist schon erledigt. Da taucht die Maschine auf, wir können die Konsole öffnen und wir sind schon da. Los geht's, einloggen, root, wir sind da und als allererstes würde ich sagen, machen wir trotzdem mal ein Update, denn ich weiß, mein Paket da ist ein bisschen älter, das heißt, wir sehen schon 63 Pakete, ich werde das Ganze erst einmal upgraden und dann bin ich wieder für euch da. Die Upgrades sind durch, wir gönnen dem Kollegen jetzt noch einen schnellen Reboot und ich kopiere mir hier schon mal das Installationsskript. Ich hole mir erstmal nur die oder das Installationsskript herunter, bevor ich im Endeffekt ja zur Installation übergehe, denn ich gucke ganz gerne einfach mal nur Interesse halber in diese Installationsskripte rein, einfach nur aus reinem Interesse, was da so drin steht, kann ich sowieso eigentlich jedem immer nur empfehlen, da mal reinzuschauen, denn das Ganze könnte ja auch ne, irgendetwas tun, was ihr nicht wisst, was es tun könnte. Okay, es sieht schon wieder komplizierter aus, aber hier wird nochmal ja, irgendwas installiert, CNET, libwww, Perl, ja klar, hier muss viel installiert werden, Apache wird installiert, ein MySQL-Server wird installiert für die Datenbank und, dass hier einiges passiert, hier wird SNMPD, der SNMP-Dienst installiert, also ich sag jetzt mal so rum, ich habe mir das Skript jetzt angeguckt und ich würde jetzt erstmal sagen, ja, ist Matching mit dem, was sie da vorhaben, also für mich ist das Skript jetzt erstmal approved und in Ordnung. So, dann gehen wir da wieder rein und werden jetzt dann die Installation mittels dem Script einfach starten. Was haben wir denn? Kann ich das hier wieder ein bisschen größer machen? Ja, kann ich. Observium Community Edition. Please choose which version. Hier ist ein Schreibfehler, sehe ich gerade. Of Observium you would like to install. Also es gibt die Pro Edition Stable, Pro Edition Rolling, Install Unix Agent, Install SNMPD. SNMPD Config will be overwritten. Also wir können diesen hier auch benutzen, um auf irgendwelchen Endgeräten, dann nennen wir es jetzt mal einen Linux-Host, SNMPD zu installieren, wenn man es nicht ja, per Hand kann. Wir wollen hier definitiv die 1, die Community Edition. Choose a MySQL Root-Passwort. Ja, kenne ich für unsere Umgebung hier ziemlich einfach. So, und jetzt will er 365 MB herunterladen. Wird er wahrscheinlich jetzt auch machen schon selber. Ja, macht er und installiert das Ganze. Jetzt hat er gerade eben Observium original runtergeladen. Alle anderen Steps waren scheinbar jetzt während der Installation. Jetzt rennt er schon weiter.
waren einfach vorbereitende Maßnahmen. Hat er jetzt gerade von der Observium-Seite, ich scroll mal hier ein bisschen weiter runter, hat er gerade selbstständig hier dieses Community Edition, Last Edition heruntergeladen und entpackt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich im Installationsprozess, da sind wir schon weitergeführt. Hier zur Erklärung hat er die ganze Datenbank initialisiert, die eben fürs Observium notwendig ist. Hier sieht man auch, Apache wurde neu gestartet und. Also das Ganze ist halt wirklich super automatisiert. Create First Time Observium Admin User, der heißt natürlich Admin, ist ja wohl klar, und ein einfaches Passwort. Creating Observium Cruncher, would you like to install configure SNMP daemon and monitor this host with Observium? Also er fragt mich jetzt, ob ich den Host, wo ich jetzt gerade eben hier Observium drauf installiert habe, ob ich den selber überwachen möchte mittels dem SNMP daemon. Ja, will ich. Warum will ich das? Weil ich weiß, jetzt gleich kommt nämlich noch eine Abfrage, ob er das Ganze mittels dem Unix Agent überwachen soll, und das will ich nämlich nicht, denn dieser Unix Agent ist so, der gefiel mir gar nicht von Observium, aber ich kann mich auch täuschen. Ich würde nämlich gerne mit Observium alles mittels SNMP überwachen. Schön! So, wollen wir nicht, habe ich mit einem Nein bestätigt, und damit war's. Installation finished, use your web browser and log into the web interface with account you just created, bla 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 bla. So, IP-Adresse ist bei mir die 10.1.0.2, und dann werden wir jetzt einfach mal darauf zugreifen, würde ich sagen. Die Maus ist einfach geil, ne? Also das kommt auf jeden Fall auch in Thumbnail. Username ist Admin und dieses einfache Passwort für die Videos, und wir klicken mal auf Login. Also es scheint alles gut zu sein. Das ist scheinbar auch hier das Dashboard. Ne? Ich habe es schon mal gesehen, aber trotzdem, es ist immer so ein bisschen unübersichtlich. Aber nachher, wenn Devices eingetragen sind, bekommt man einfach die geballte Informationsflut an, ja, Traffic und Performance-Werten. Wir werden jetzt hingehen und werden nochmal eine pfSense, hier meine pfSense, aufnehmen, und dann werden wir uns im nächsten Video alles filigran anzeigen lassen. Also unter Devices, Add Device, kann man hier auf der rechten Seite einfach auch per GUI, das Ganze geht auch per CLI, habe ich hier zumindest in der Dokumentation irgendwo mal gesehen, suche ich jetzt nicht raus, kann man das Ganze auch per CLI hinzufügen, aber wir werden es natürlich jetzt einfach hier machen. Hostname, die heißt bei mir pfSense-schröder-dennis.de. Ich hoffe, dass der das Ganze auch auflösen kann. Mit dem DNS-Namen habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber als allererstes gehen wir in die pfSense und sagen hier SNMP und müssen hier SNMP aktivieren. Polling Port 161 ist schon mal vollkommen richtig. Read Community String, können wir jetzt hierbei sagen, Observe. Ist jetzt ja unser Testsystem hier, Observe, und wir sagen Safe. Das ist der Community String. Ja, es ist ja kein Passwort oder sowas, aber trotzdem, ohne diesen Community String kriegen wir keinen SNMP-Trap durch. Deswegen müssen wir halt eben einen angeben. Also, das definieren wir hier oben unter Observe. Haben jetzt meine pfSense hinzugefügt. Yo, Version 2 ist korrekt. Standard UDP auch korrekt. Port 161 auch korrekt. Timeout Retries steht auf 1 bzw. auf 5. Ich mache es mal wieder ein bisschen größer. Passt für mich auch. Da würde ich sagen, Add Device. Mal gucken, ob er es auch macht und ob er den Namen auflösen kann. Ansonsten muss ich meine IP-Adresse verwenden. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ansonsten, während der hier arbeitet, können wir ja einmal gucken, ob der das hier vielleicht kann. Ping pfSense.schröder-dennis.de. Er kann sie eigentlich auflösen. Ach, natürlich, wie immer, ich bin ein schlechter ITler. Warum geht's nicht? Ich spreche gerade eine Firewall an. So, ab zur Firewall in die Regeln. Wir gucken hier oben ganz normal in die Normal View der Logs rein, und hier sehen wir schon Default Deny. Ich füge jetzt einfach mal das hier hinzu, und dann darf mein Host auch mit der Firewall kommunizieren. Hier unten steht der Eintrag, und wenn ich das Ganze jetzt wieder probiere, wird es mit Sicherheit klappen. Ich klicke jetzt einfach wieder auf Add Device, und dann haben wir hier oben schon Device Added pfSense Schröder-Dennis.de. Ich gehe mal zurück zur Hauptseite. Devices, All Devices, und hier taucht sie jetzt auch auf pfSense Schröder-Dennis.de, allerdings natürlich mit keinerlei Informationen hinterlegt, ja, weil es ist noch nichts gepollt. Unter Graphen sehen wir noch nicht viel, die bauen sich jetzt alle erst nach und nach auf.
Ich werde jetzt hingehen und noch weitere Systeme. Ich habe noch einen Netzwerk-Switch, ich werde noch einen Linux-Host hinzufügen, werde das jetzt einfach alles ein paar Stunden, einen Tag oder sonst was laufen lassen und dann werden wir uns im zweiten Video die ganze Oberfläche und sonst was alles gemeinsam angucken und auch einfach mal auf die Performance-Werte schauen, die dann vielleicht auch auswerten und einfach mal gucken, was man sich für einen Mehrwert aus Observium rausziehen kann. Bis dahin, bitte ein bisschen Geduld. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und bis dahin macht's gut. Ciao. Thank you.